Fokus. Geht es so? Fast perfektes Setting. Total. Ja, liebe C&A-Freunde, heute ein anderer Raum. Jawohl. In unserem angestammten Raum sind heute, treffen sich die Kleinkinder mit ihren Eltern und deshalb sind wir uns ausgewichen hier ins Pfarrhaus. Nichtsdestotrotz haben wir hoffentlich eine gute und schöne Zeit jetzt miteinander. Ich habe einen Praktikant. Ah, oh. Jawohl. Wunderbar. Und der ist ein ganz netter. Und da der auch Fußballfan ist, wollen wir uns zu Beginn ein bisschen über den deutschen Fußball unterhalten. Oh, so. Spannend, ja. Eine gute Idee. Thema, ja. Genau. Bevor wir inhaltlich dann weiter gucken. Genau. Und jetzt, bevor die Spannung sozusagen fast unerträglich wird für euch, kommt ihr auf den Jean Lenz. Komm mal rein. Hallo miteinander. Grüß dich. Schön, super. Wieso bist du eigentlich hier? Wieso bist du bei mir als Praktikant? Und dann wollen wir auch über Fußball schwätzen. Also, ich wusste jetzt nicht genau, was ich als Praktikum nehmen soll. Und weil ich mich ja schon auch engagiere, meine ich, für die Kirche ein bisschen. Du bist auch in der Stadt, oder? Ja. Genau. Und mich doch auch sehr dafür interessiert, dachte ich, hey Alex, wie wäre es, wenn ich bei dir ein Praktikum mache? Das freut mich sehr. Und das ist super, oder? Bei mir? So. Doch. Kann nur super sein. Also, schon jetzt, guter Mann. Ne, ich freue mich sehr, das ist eine große Ehre für mich. Und wir dürfen jetzt diese Woche miteinander verbringen. Und heute auch der Karsten kennenlernen. Und wir haben eben gesagt, ja, Fußball ist gerade in aller Munde, vor allem FC Bayern München. Ihr zwei Spezialisten, was sagt denn ihr zum momentanen Stand beim deutschen Rekordmeister? Auch ich bin ja VfB Stuttgart-Fan, das will ich hier mal laut und deutlich noch mal sagen. Karsten, du ja auch. Ebenfalls, genau. Und als nicht so erfolgsverwöhnte Fußballfans genau. Hätte ich gerne die Probleme der Bayern, sagen wir mal so. Ja, gell? Wohl wahr. Also das wird auch nur vertreten. Genau, du bist Freiburg-Fan. Das ist gut. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns so einfach über die letzten Wochen unterhalten. Das war ja doch ein bisschen. Ich war erstaunt über die Geschehnisse dort. Mhm. Also, ich auch. Ich sag's. Vielleicht mal vorab meine Meinung. Also ich fand völlig fast irrational, die Entscheidung, dass man den Julian Nagelsmann dann rauswirft. Und mir ist auch klar, ja, ich will jetzt hier nicht zu moralisch werden. Und der Erfolg steht bei diesen Millionen. Und manchmal ist das weltweit sogar ein Milliardenspektakel. Ja, da geht es natürlich um unendlich viel Geld. Aber trotzdem, dass man da den Julian Nagelsmann dann rauswirft, obwohl noch alle Trümpfe in der Hand sind. Sag ich mal, das hat mich doch etwas verwundert. Ging mir auch so. Also die Begründung auch, dass diese Saisonziele gefährdet sind. Mhm. Und ja, jetzt sind sie aus dem Pokal geflogen. Mit der Champions League sieht es eng aus nach dem 3-0. Ja. 0-3, besser gesagt. Ja, Meisterschaft gehört ja automatisch dazu, dass man Meister wird bei Bayern. Aber also mich hat es auch gewundert, das kam für mich aus heiterem Himmel. Wir kennen natürlich nicht die näheren Hintergründe, aber das hat schon mal wieder gezeigt, wie knallhart dieses Geschäft ist und wie gnadenlos. Mhm. Wobei der Julian Nagelsmann natürlich weich fällt. Also ich denke, ja, er kriegt schon seine Millionen als Abfindung oder wie die Verträge eben sind. Und ja, aber der Vorgang an sich zeigt schon, wie knallhart, ja, erfolgsverwöhnt, ja, diese Branche ist oder wie erfolgsorientiert und gnadenlos dann auch. Ja. Falsch finde ich auf jeden Fall, wie sie ihn verlassen haben.
Nachrichten zufolge war es ja so, dass er schon gekündigt war, er es selber aber noch nicht wusste. Das ist natürlich auch kein feiner Stil. Ja. Genau. Ja, durch die Medien, wenn das so war, durch die Medien erfahren hat. Genau. Also, ja, hat mich alles schon verwundert. Ich habe dann auch ein Interview gesehen auf Sky, ein kurzer Ausschnitt zumindest, wie der Lothar Matthäus dann mit dem Oli Kahn doch aneinander geraten ist, sage ich mal. Mhm. Und ja, das hat schon für Wirbel gesorgt. Also einfach der Stil, auch wie gesagt, auch wenn absolutes Leistungsprinzip herrscht, die Frage ist schon nochmal, wie gehe ich miteinander um. Und es war ja jetzt nicht, ich sag's nochmal, es war ja keine erfolglose Zeit mit dem Julian Nagelsmann. Und ich glaube, für 25 Millionen Euro ist den Einkauf der teuerste Trainertransfer aller Zeiten. Puh. Aber eben als VfB Stuttgart-Fan sind das richtige Luxus. Ja, oh ja, oh ja. Tja, also, ja, nicht überraschend, sagen wir mal so, insgesamt für das Geschäft, aber ja. Natürlich ja, traurig, wenn das so, diese Vorgänge, ja, diese Entlassungen, die Trainerentlassungen überhaupt, ja, dass das immer so schnell geht, dass man jemand Vertrauensvorschuss schenkt, so wie jetzt beim Streich in Freiburg, dass man auch sagt, man kann auch mal absteigen, aber man bleibt seiner Linie treu und zieht es durch und ja. Sowieso sagen sie auch immer, sie wollen jetzt mal eine neue Ära beginnen, aber es wäre dann gut, wenn sie dann diesen Trainer mal behalten. Eine neue Ära heißt ja nicht immer nur gewinnen, sondern auch mal durch Tiefen mit den Trainern zu gehen. Ja. Richtig, genau. Sehe ich auch so. Und da kann auch was wachsen. Ja. Sir Alex Ferguson bei Manchester United, der war ja da ewig, der ist auch nicht nur immer Meister war. Und trotzdem war das dann einfach eine Ära, die dann doch letztlich sehr erfolgreich war. Und das ist dann auch. Genau. Ja. Und der Klopp darf ja auch noch bei Liverpool bleiben. Ja, wobei man da auch den Eindruck hat, dass er sein Pulver langsam verschossen hat. Gell? Ja. Das ist wie ein Vulkan, der sprüht und dann und irgendwann ist er ausgeglüht wahrscheinlich. Ja. Aber zumindest ist er erfolgreich gewesen oder der Vulkan, genau, Meisterschaft und Champions League. Aber im Moment scheint es tatsächlich so zu sein, dass gewisse Abnutzungserscheinungen da vorhanden sind. Genau. John Lenz, was wünschst du dir noch von der SC Freiburg, heißt der SC Freiburg? Was wäre dein Traum in dieser Saison noch? Also was mich sehr erfüllen würde, wäre ein DFB-Pokalfinale mit dem VfB Stuttgart natürlich. Ja. Aber du weißt ja, wer gewinnt dann. Ja, ja, genau. Also, du sitzt hier. Und halt eine relativ gutes Saisonende, damit wir nächstes Jahr wieder international spielen. Wunderbar. Ja. Das sei dir gegönnt. Den zweiten Wunsch würde ich dir auch gönnen. Ja, genau. Gut. Ja, Charlens, also der beste Praktikant, den ich jemals hatte vielleicht. Ja. Herzlichen Dank für dass du beim Anfang bei C&A mit dabei warst. Ich bedanke mich. Genau, dann alles Gute, gell? Gute Zeit. Ja, noch beim Alex, bist in guten Händen. Besten Händen. Genau. Und, ja. Und hier nochmal ein kleiner Werbeblock. Wer Pfarrer, Priester oder Pastoralreferent werden will, wir können das beide in der Baumstelle empfehlen, oder? Jawohl, absolut, absolut. Genau. So, mit diesen warmen Worten dürfen wir dich entlassen. Ja. Schon ganz herzlichen Dank. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Schön. Ja. Netter Kerl. Ja, absolut, absolut. Absolut. Carsten, nach diesem fußballerischen Einstieg, kleiner Rückblick, was war in den letzten Tagen? Es war ja eine besondere Zeit. Wie war sie für dich, die Karl- und Ostertage? Ja, ganz besonders natürlich, weil es der Höhepunkt des Jahres ist, Ostern. Um aufs Thema vorhin zurückzukommen, Sieg und Niederlage. Zuerst diese scheinbare Niederlage an Karfreitag, die Dramaturgie und dann die Auferstehung, der österliche Sieg über Tod und Grab. Ja, das ist jedes Mal wieder ergreifend, das zu feiern, in der Liturgie auch mit den Menschen diesen Weg zu gehen, nachzuvollziehen, weil es eben auch
ja, unserem Lebensweg entspricht, ja. Mhm. Dass es eben manchmal Täler gibt, Karfreitagsstunden oder Gründonnerstagsmomente, Ölbergleiden Jesu, aber dann eben auch, ja, diese positiven Momente. Mhm. Und natürlich für uns als Christen das Highlight, die Auferstehung, ja, einfach das Nonplusultra, mhm, ja, und ja, einfach schön. Es sind natürlich anstrengende Tage, aber angenehm anstrengend, also erfüllend anstrengend. Okay, ja. Und von daher, ja, schön, schön war's. Gut. Bisher. Ich bin natürlich liturgisch jetzt nicht ganz so eingespannt wie du, muss ich sagen, aber ich durfte eben der Karfreitag liturgisch hier und seit in Oberflacht mitgestalten, was mich sehr gefreut hat. Ich war nämlich auch schon mal nur mit 2 Ministranten am Karfreitag unterwegs, aber jetzt sind wir mal 8 Ministranten. Oh, toll. Ich fand den Gottesdienst doch für Karfreitag sehr gut besucht und für mich dann, wenn ich da mal auch als Zelebrant tätig sein darf, dieses auf der Boden liegen zu Beginn beim Einzug, das ist schon was Besonderes. Also, ja, mich so, das bringt einfach diese Niedergeschlagenheit dann auch zum Ausdruck und doch, das eine Seite und die andere Seite ist doch, dass man auch gehalten ist von dem Boden und ja, also ich finde, das ist so ein ganz starkes Bild, das mich immer wieder berührt, weil ich, auch wenn es nur einmal im Jahr stattfindet, aber dieses mit dem Ministrant auf dem Boden liege, diese Stille dann auch und dann wieder im wahrsten Sinne des Wortes aufstehen und dann die Liturgie dann zu beginnen bzw. dann weiterzumachen, das ist schön. Ja, also der Karfreitag, der hat es mir irgendwie angetan dann auch, ja, was das anbelangt. Ja, für mich auch diese Geste des hingestreckt seins auf dem Boden, auch eine Geste der Hingabe an Gott. Für mich natürlich persönlich Erinnerung an die Priesterweihe, wo man ja auch auf dem Boden liegt und so diese Erneuerung der Hingabe an Gott und damit auch Hingabe an den Dienst und an die Menschen, ja, für die Menschen da zu sein. Ja, das ist nochmal ein besonders bewegender Moment. Ja. Und wenn du gerade Hingabe sagst, das ist nicht, weil, also wir geben uns in dem Moment Gott hin und wie er sich eben uns auch hingegeben hat, ja, dieses doppelte Hingeben, er kommt da einfach dann zum Ausdruck. Mhm. Ja, genau. Ja, was bedeutet denn Ostern jetzt persönlich für dich? Das ist ja immer die Frage. Man feiert ja die Auferstehung Jesu als ein Ereignis, das stattgefunden hat. Auch wichtig ist ja auch, was das persönlich für einen bedeutet. Was ist das so für dich? Würde mich interessieren. Vielleicht kurz vorweg zur Liturgie der Osternacht, wenn diese Kerze hereingetragen wird und dieses Lumen Christi gesungen hast und dann die Kerze da auseinander geht, wie dann, also der Kerzenschein von Kerze zu Kerze geht und die Kirche erleuchtet wird durch dieses Naturlicht Kerze, sage ich mal. Das ist eine ganz besondere Stimmung und Atmosphäre. Und das bedeutet für mich eigentlich das auch Ostern, dass eben Licht ins Dunkel kommt. Das hört sich jetzt so fast abdrusch an und trotzdem ist es einfach unendlich wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, auch wenn es mir jetzt nicht gut geht, in manchen Momenten oder wo mir Dinge schwerfallen oder ich in Streit bin, dass dieses Licht immer wieder kommt und dann auch, ja, sich Bahn bricht in die Dunkelheit meines Lebens. Und das ist das eine. Und das andere ist, seit ich ja Pastoralreferent bin, habe ich viele Beerdigungen und Trauerbegleitungen auch. Und diese Hoffnung, die trage ich ganz fest in mir. Gott sei Dank, ich hoffe, das bleibt auch immer so. Also diese Hoffnung auf Auferstehung. Und deshalb kann ich auch solche Trauergespräche führen, auch Beerdigungen machen, ohne daran selber zu zerbrechen, weil manche Schicksale sind ja fast unerträglich. Und doch gibt es mir diese Hoffnung, dass wir alle in die Auferstehung hineingenommen sind, dank Jesus Christus. Und dann kann ich auch solche ganz schwierigen Momente, die ich im Arbeitsalltag habe, dann auch aushalten und durchstehen. Also das ist vielleicht so das, was Ostern ja für mich so in der Arbeit und privat sozusagen, was das für mich bedeutet. Ähnlich sein mit dir oder auch anders, keine Ahnung. Ja, sicher, auf jeden Fall. Also für mich ist ja halt immer der Gedanke wichtig, dass Auferstehung nicht etwas ist, was mit dem Tod beginnt, sondern dass man ja durch die Taufe
hineingenommen sind in die Auferstehung und da schon ja, Kinder des Lichtes oder Auferstehungskinder geworden sind in der Taufe. Und dass ich als Auferstehungskind Gottes mein Leben führen darf. Und für mich ist da die Emmaus-Geschichte immer wieder schön. Mhm. Die zwei Jünger, die mit Jesus auf dem Weg sind, mit dem Auferstandenen. Und das ist eben der Gedanke, den ich von Ostern auch mitnehme, dass der Auferstandene meinen Lebensweg mitgeht, dass er mein Begleiter ist. Und zwar nicht nur als imaginärer Freund, wie man sich das manchmal so vorstellt, so zum imaginären Bruder oder sowas, genau, sondern wirklich in der Realität, dass das für mich Realität ist, dass er den Lebensweg mit mir geht. Und österlich heißt für mich auch, das, was bei den Emmausjungen geschehen ist, das heißt ja, es gingen ihnen die Augen auf. Mhm. Ja, also, dass nicht nur der Stein vom Grab Jesu weggewälzt wurde, sondern auch vor meinen Augen, dass ich mit Osteraugen eben durchs Leben gehen soll. Mit Osteraugen, das heißt mit wohlwollendem Blick für die Mitmenschen, mit einem wohlwollenden Blick der Natur gegenüber, mir selber gegenüber auch und natürlich mit diesem Blick auf Gott hin, also mit diesen österlichen Augen den Lebensweg gehe. Das ist für mich einfach so der Grundgedanke von Ostern, was für mich Auferstehung dann im Alltag bedeutet. Und es gibt ja auch die Auferstehungsmomente im Alltag. Genau, ja. Genau. Und die darf und soll man tatsächlich entdecken, weil das gibt auch Energie dann fürs weitere Dasein einfach. Ja. Genau. Genau. Und wenn du gerade Emmaus ansprichst, das haben wir ja dieses Jahr, haben wir auch fast eine gemeinsame liturgische Kooperation gehabt, weil ja, wir haben den Thalheim einen Gottesdienst gefeiert und richtig. Ich durfte ja dann hier mit einer kleinen Pilgergruppe von Seitdem nach Thalheim gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel, so 5 Kilometer oder 6 war es. Also dann doch relativ weit, das hat sich zum Schluss dann entzogen. Aber es war schön. Natürlich super Wetter. Und da war genau das, Pilgern ist ja auch gerade in aller Munde und ein bisschen auch in Mode, sage ich mal. Aber es ist auch was dran, ja, wenn man mit den Füßen betet, gemeinsam als Gemeinschaft mit Jesus Christus unterwegs ist und in dem Fall eben nach Thalheim, in die Kapelle und dann die Eucharistie dann gemeinsam feiert. Das sind schon tolle liturgische Momente. Genau. Dieses Miteinander unterwegs sein, mit dem Herrn in der Mitte, mit dem Auferstandenen zum ewigen Leben hin, das Ziel, ja, das ist ein toller Lebensweg. Mhm. Natürlich, wie gesagt, es gibt diese Gründonnerstagsmomente trotzdem und Karfreitagsmomente, die Leidensmomente im Leben. Und deswegen ist mir ja auch immer wichtig, dass in der Osterkerze auch die Nägel drin sind. Mhm. Das ist für mich immer wichtig, ja, dass eben deutlich wird, ja, dass eben auch dieser Aspekt im Leben gibt, dass auch Jesus eben immer noch als Auferstandener die Wundmale hatte, so wurde es ja beschrieben in der Heiligen Schrift, und dass eben ja, in der Auferstehungskerze, in der Osterkerze deshalb auch die Nägel drin sein sollten. Das ist mir immer wichtig als Symbol, ja, für das Leidvolle im Leben. Ja. Das eben dann trotzdem aufgefangen wird und zur ewigen Freude führt. Also wir sind als Christen, als Auferstehungskinder nicht blauäugig, sondern wir sehen wirklich auch die Nöte in der Welt. Aber gerade auch diesen Anspruch, dass wir diese Nöte in der Welt auch verwandeln, so wie Jesus vom Leiden in die Auferstehung gekommen ist, dass wir den Menschen beistehen, dass auch ihr Leid gewandelt wird zu was Positivem, ja, um es ein bisschen so auszudrücken. Ja. Und die beide, dass man beides ernst nimmt, sowohl die Auferstehung als auch das Leid in der Welt, das ist aber auch ein Kontrapunkt für die Vertröstungstheorie, dass man sagt, ja, im Himmel wird alles besser, deshalb müssen wir hier auf Erden nichts verwandeln oder nichts ändern, sondern das ist nicht so. Ich finde, das ist gerade das Besondere am Christentum und das wird konzentriert in diesen Kar- und Ostertagen auch zum Ausdruck gebracht. Das Leid wird ernst genommen und auch dann auch das Leid der Welt in den Mittelpunkt gerückt, am Karfreitag auch mit den Fürbitten und so weiter. Aber auch das wird gewandelt, die Auferstehung sieht und das kann und soll uns Kraft schaffen, jetzt geben, um eben ja, Karfreitagsmomente anzugehen, auch zu bekämpfen, wenn es sein muss. Und ja, dass eben dieses Licht der Osternacht eben zu allen Menschen kommt und nicht nur zu ein paar privilegiert oder wie auch immer. Genau. Und dass das eben auch unsere Aufgabe als Christen in der Welt ist, dass der Stein weggerollt wird, dass ja,
vielen Menschen ein Stein vom Herzen fällt, also dass sie Erleichterung im Leben erfahren. Mhm. Also dieser Stein, der das Grab verschlossen hielt, dass es auch unsere Aufgabe ist, diese Steine bei den Menschen, ja, oder ihnen zu helfen, diese Steine wegzuräumen, mhm. Ja, zu beseitigen, damit Leben möglich ist. Mhm. So wie der Stein vom Grab Jesu weggerollt wurde und dann das Leben wieder da war, als mhm. Auferstehung. Und dass dieses Gefühl auch viele Menschen haben können, gerade die Notleidenden, das ist ja unser Bemühen, auch in der Seelsorge. Ja. Mhm. Wir wollen ja den Menschen Erleichterung und Freude bereiten im Leben und ja, den tieferen Sinn ihres Lebens erschließen, mhm. mehr oder weniger, und ihnen deutlich machen, eben, dass der Auferstandene auch in ihrem Leben gegenwärtig ist. Und jetzt habe ich gerade einen Spruch gelesen vor kurzem von Martin Luther. Ja, schön. Er sagt, die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Das hat mir gefallen. Die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Genau. Also da ist die Freude eben. Ja. Luther, ein Wort, gewaltiger Mann. Genau. Schön. Ich würde sagen, das war auch jetzt doch, dann glauben wir, dieses Wort als Schlusswort stehe. Wunderbar. Wir haben mit der schönsten Nebensache der Welt begonnen mit und sind jetzt dann noch zur wichtigsten Sache der Welt gekommen, zu den Kar- und Ostertagen und zur Auferstehungshoffnung. Von daher eine große Klammer, aber auch eine wichtige und schöne Klammer. Ja, liebe Kirchborgianer, liebe C&A-Freunde, wir sagen danke fürs Reinklicken und wir wollen enden mit unserem Slogan. Genau. Carsten. Ihr wisst ja, C&A auch auf YouTube für euch da.